Hallo, mein Name ist Tibor Bader vom Autohaus Motor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben nicht nur große Wohnmobile, wir haben nicht nur mittlere, nein, wir haben auch ein kleines. Und das haben wir heute für euch mit dabei. Ich gehe gleich mal hin und wie ihr sehen könnt, ist das unsere neueste Errungenschaft, Caddy California, super erfolgreich. Und übrigens eine wichtige Sache, als einziges kleines Mikrocamper mit einer originalen Wohnmobilzulassung, wenn man die Küche dabei hat. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt optional eine Küche mit dabei. Treu dem Motto, Platz ist in der kleinsten Hütte, haben wir hier 4 Sitzplätze und optional haben wir hier eine Liegefläche für 2 Personen. Die können wir umklappen. Dazu hätte ich ganz gerne kurz nochmal nette Unterstützung. Und dann zeige ich Ihnen mal, wie wir das umklappen. Das geht nämlich sehr einfach, idealerweise zu zweit. Dazu nehmen wir die obere Sitzauflage. In der Sitzauflage befinden sich 2 Aufnahmepunkte. Die werden jetzt ausgeklappt. Und hier in der Karosserie befinden sich Aufnahmepunkte. Und dann werden diese einfach nur vorsichtig dort reingesetzt. Und fertig ist das Himmelbett. Unser Caddy California ist ausgestattet mit einer integrierten Miniküche. Wir haben hier unten einen stabilen Auszugskasten für Besteck und Geschirr. Das bekommen Sie alles mit dabei, brauchen sich um nichts zu kümmern. Und Sie haben hier einen Absperrhahn. Wichtig, weil Sie haben eine Gasflasche an Bord. Dieser ist hier zu entriegeln. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann ziehen Sie hier auf und wie Sie sehen, simsalabim, es öffnet sich ein Kochfeld. Gut, 5-Sterne-Menü würde ich jetzt nicht kochen, aber so für eine kleine Mahlzeit absolut ausreichend. Drücken, drehen und schon ist die Flamme an und der Magen gefüllt. Dank unseres integrierten Lüftungsgitters ist auch in der Nacht für ausreichend Sauerstoff gesorgt. Ich würde Ihnen gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Das wird ineinander geklipst. So. Und man sieht, es ist der Form der Fahrertür oder der Beifahrertür nachempfunden. Wird dann hier oben eingeklemmt. So, man beugt es ein bisschen, dann so, Spannung. Bis es oben bündig schließt. Und dann nur ein Tipp, seien Sie vorsichtig, weil unsere Fahrzeuge haben natürlich Einklemmschutz. Und dadurch einfach sich vortasten, so wie jetzt, das ist der Vorführeffekt, so und dann langsam hoch. Und schon haben Sie ausreichend Frischluft in der Nacht. Das zum Thema Luft. Kommen wir jetzt zum Thema Gas. Wir sprachen ja vorhin von der Miniküche. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, wo ist denn die Flasche? Und das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Toll ist, dass Sie das alles mit einer Einhandperson, also Einhandbedienung ausführen können. Sie haben hier eine Schlaufe für die Sitzlehne. Sie haben hier eine rote Schlaufe. Wenn Sie an der ziehen, Sie sehen, wie mühelos das funktioniert. Dann hebt sich die ganze Sitzbank und der Blick wird frei auf den Behälter, wo sich die Gasflasche befindet. Hier mit einem Haken einfach zu öffnen. Die ist während der Fahrt immer geschlossen zu behalten. Und wenn Sie dann da sind, dann, Sie haben es zwischenhören, wird die einfach aufgedreht und schon ist die Küche mit Gas versorgt. Nicht nur eine Miniküche ist an Bord und ein Himmelbett, sondern auch Stühle. Stühle und ein Tisch. Befindet sich alles hier, können Sie ausklappen. So, und fertig ist die Sitzgruppe. So, und da war ja mindestens zu zweit verreisen, kriegt der zweite auch einen Sitz, ne? So, und ich würde sagen, der Urlaub kann beginnen.